Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. So, ich bin es nochmal, Sawyer, mit einem weiteren Let's Play für euch. Wieder in der Alpha 2.6 von Star Citizen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob die letzte Episode von uns gesehen hatte, da wo Dozer und ich zu den Starfarer Wracks gehen und uns dort umgucken, um die Geschichte rauszufinden. Leider kriegt man die so nicht raus. Und ehrlich gesagt, jemandem wie wir, der sich gerne und viel mit Stories beschäftigt und insbesondere gerne wissen will, wie sowas dann ausgeht, der war so ein bisschen unbefriedigt, weil ich wollte nun eigentlich wissen, was da nun wirklich passiert ist. Und sowas lässt mir dann keine Ruhe und dementsprechend habe ich ein paar Tipps bekommen von euch da draußen, insbesondere vielen Dank. Wenn man also die ICC-Probe-Missionen weitermacht, dann bekommt man wohl ein Ende, das Ende serviert und man bekommt also raus, was da endgültig passiert ist. Da habe ich mich jetzt mal rangemacht und ich kann euch sagen, aus Erfahrung, es sind eine ganze Menge, also man muss 6 ICC-Probe-Missionen hintereinander machen, während das Game nicht crasht, was tatsächlich ja gerne mal passiert, um das nun rauszufinden. Und ihr seht euch schon um, wenn ich mich jetzt hier mal so in meinem Cockpit quasi umgucke. Also hier, das sind alles so Beacons, die ich jetzt inzwischen schon erledigt habe. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich inzwischen schon bei der Cryastro Station war, reparieren, vor allem aber Fuel auffüllen und Raketen nachbestücken und was nicht alles. Also von daher will ich jetzt gar nicht so viel mehr Zeit verlieren. Es ist nur ein ganz schöner Aufwand und ich hoffe, es lohnt sich. Und dementsprechend wollen wir da jetzt mal hinspringen, um mal rauszufinden, was da jetzt wirklich passiert ist. So, dann gucken wir doch mal, ob wir da irgendwas entdecken können, ob das jetzt hier stimmt. Okay, die Starfarer wird immerhin schon direkt angezeigt auf dem Scanner. Und jetzt muss ich nur mal überprüfen, ob ich jetzt hier auch richtig bin. Denn die Starfarer sind ja immer da, wenn man hierher springt. Also gucken wir mal auf den Quantum Drive. Ah ja, Strange Signal, da steht's. Das bedeutet, das ist also offiziell auch meine Mission hier. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier was rausfinden. Ich bin ja sehr gespannt. Wie gesagt, sowas lässt mich einfach nicht los. Ich möchte dann gerne wissen, wie das nun ausgeht und was dahinter steckt. Und als ich nun erfahren habe, dass es eben auf diese Art und Weise geht, habe ich mir gedacht, das machen wir mal und das gucken wir uns mal zusammen an. Übrigens wirklich auch relativ absichtlich alleine, weil tatsächlich sind die Missionen nicht ohne. Alleine geht's ganz gut mit einem guten Schiff, wenn man ein bisschen fliegt. Aber ehrlich gesagt, zu zweit, da spawnen so viele Piraten und so viele Vendul dann, das ist gerade momentan nicht ausbalanciert, kann man mal so ganz ehrlich sagen. Gut, ja, dann schauen wir mal, ob es mir jetzt so ergeht wie dem lieben Dozer das letzte Mal und ich 5-mal sterbe oder ob ich hier halbwegs gut durchkomme. Ich hatte ja letztes Mal Glück. Übrigens, Leute, also ich kann euch nur empfehlen, wer jetzt nicht so genau weiß, wovon ich rede, der kann sich gerne mal dieses Let's Play noch von uns angucken, Dozer und mir. Wir haben die Geschichte dieser Starfarers hier ergründet. Wir sind zusammen durch alle Datapads durch, nur eben die Auflösung fehlte. Und ich habe mir übrigens heute extra zur Feier des Tages auch nochmal eine Rüstung besorgt. Zusammen übrigens mit einer Devastator Shotgun. Das bedeutet, diese ist übrigens die einzige Waffe aktuell in der Alpha hier, die wirklich tatsächlich ein Visier hat. Also mit der kann man zumindest halbwegs zielen, wenn man nicht gerade irgendwo festbackt. So, jetzt habe ich mich befreit. Es war mein eigener Fehler. Ich war noch in der Außenansicht quasi, also in der freien Ansicht. Gut, also ja, wie gesagt, diese Waffe hier als die sinnvollste, weil man hier zumindest halbwegs zielen kann, auch wenn sie gerade nicht so wirklich viel Schaden macht. Aber wer weiß, vielleicht reicht's ja. Ja, zur Geschichte hier kann man also sagen, zu kurz zusammengefasst, diese beiden Starfarers haben einem Familienunternehmen aus Stanton gehört. Freund Fuel Family heißt das Ganze. Bestehend aus Vater, Tochter und Sohn und ein paar Crewmitgliedern. Und die sind eben eine ganze Zeit mit den Starfarers hier unterwegs gewesen und schon eine ganze Weile im Stanton-System. Das heißt, sie haben einige sehr interessante, sehr wichtige Verträge geschlossen und jetzt gibt es einen neuen Player auf dem Mining Field für den Fuel oder den Fuel-Transport und das ist die Avivar Corporation. Relativ neu in Stanton wohl, das sagt zumindest die Story. Und die sind scharf auf die Verträge von dieser Familie. Das heißt, die sind scharf da drauf,
dass die Verträge auf sie übergehen. Die Crew und die Familie und die Schiffe interessiert die überhaupt nicht. Und das ist so ein bisschen die Background-Geschichte. Da ist so ein bisschen Streit zwischen den Geschwistern, weil der Sohn nämlich die Starfarer und das Unternehmen verkauft hat. Also der hat das ohne das Wissen des Vaters und der Tochter gemacht, hat er die verkauft. Ja, und das gibt natürlich nicht so... Ah, da ist ein News-Button. Haha, da ist ein News-Button! Ich glaube, ich kann die auslesen. So, jetzt müssen wir hier nur mal hier um die Ecke kommen. Ja, es klappt. Data Download. Haha, so, gleich weiß ich, was passiert ist. Jetzt bin ich gespannt. Download complete. Okay. Na, gucken wir doch mal, ob wir im Mobiglas was finden. Viel los scheint hier sonst nicht zu sein. Ja, Emergency Flight Data. So. Also, James Freund, habe ich hier. Jamie's Freund heißt er. Das ist der Sohn. Der und seine Schwester heißt Adina. Und ich werde mir das jetzt mal kurz durchlesen und dann gebe ich euch eine Zusammenfassung davon. So, das habe ich gelesen. Jetzt kann ich es euch kurz zusammenfassen. Tatsächlich handelt es sich bei diesem Dokument um einfach ein Flightlog, ein Kommunikationslog zwischen den Besatzungsmitgliedern dieser Starfarer hier. Ich werde jetzt mich währenddessen mal auf den Weg machen und versuchen, in die andere nochmal reinzukommen. Denn was ich gesehen habe, ist zwar, dass ich diese Logdatei bekommen habe, aber wenn ich mich recht entsinne, ist die Mission noch nicht abgeschlossen. Also ich werde nochmal drüben gucken. Ja, nee, ist noch offen. Also, ich werde noch mal drüben gucken, ob ich noch was finde. Währenddessen erzähle ich euch so ein bisschen, was da jetzt drin stand. Also, wir haben eben diese Freund Family, die hier in diesem Log hier kommunizieren. Jamie East, tatsächlich der Sohn und die Tochter, die übrigens die Starfarer hier fliegt, miteinander und auch noch zwei andere Besatzungsmitglieder. Hier sind übrigens diese Datapads, mit denen man sich den Rest der Geschichte dann zusammensammeln kann und so gucken kann, was hier los ist. Die fliegen hier nach Yela und Jamie East hat anscheinend niemanden erzählt, warum. Also inklusive seiner Schwester nicht. Er hat nur gesagt, hier, die zu diesen Koordinaten, flieg da mal hin, stell keine Fragen. Was er hier machen will, ist relativ klar. Er möchte sich mit einer anderen Starfarer von dieser Avivar Corporation treffen, um, wie er schon vorher in diesen Schriftstücken angekündigt hat, hier jetzt den Vertrag zu unterschreiben. Das heißt, es geht hier darum, den übelsten Konkurrenten sozusagen hineinzulassen, ihm die Tür zu öffnen und das Unternehmen zu verkaufen. Davon weiß, wie gesagt, seine Schwester nichts und die restliche Crew, glaube ich, auch nicht. Und die ist überhaupt nicht begeistert, als sie hier ankommen und schnauzt ihn ziemlich an. Sie ist ja, wie gesagt, Pilotin und fragt ihn, warum sie sich jetzt hier mit ihren ernsten Feinden treffen, die jetzt alle Kunden weggeschnappt haben in der letzten Zeit. Und er sagt, ja, nur beruhig dich mal, wir wollen ja nur mit denen sprechen. Aber beim Sprechen bleibt es nicht. Ich hatte schon vorhin gesagt, diese Starfarer war hier anscheinend in einem sehr schlechten technischen Zustand. Es gab da einen Bericht vom Bordingenieur, der gesagt hat, der Generator hat schon im Grunde genommen Power Spikes alleine, wenn man ihn nur normal benutzt. Und was sie jetzt Adina macht, ist, sie geht nicht auf Kuschelkurschen mit der anderen Starfarer von Avivar, sondern sie lässt die Schilde hochfahren und sie lässt im Endeffekt die Waffen hochfahren. Der Turmgunner meldet sich, ist ein ganz junger Kerl, der das erste Mal dabei ist und meldet sich und sagt, ja, ich bin bereit. Und wir werden angegriffen, kommt dann am Ende noch und dann bricht das Comlink ab. Man könnte also davon ausgehen, dass die entweder jetzt in den Kampf geraten sind, hier die beiden, oder was ich für wahrscheinlicher halte, ist, dass dieser Powergenerator von dieser alten Starfarer das nicht mehr ausgehalten hat, die Schildenergie hochzufahren und die Energie der Waffensysteme hochzufahren. Ja, und dementsprechend das Ding einfach in die Luft geflogen ist und beide mit in den Tod gerissen hat. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir in dieser Starfarer, das ist jetzt die andere, ob wir hier noch was anderes finden. Theoretisch müsste die ja dann zur Avivar Corporation gehören. Und ich kann jedem nur empfehlen, es ist ein gefährlicher Ausflug hierher. Wenn ihr das andere Let's Play gesehen habt, wisst ihr warum. Ansonsten ist aber ein spannender Storyteil. Und ich hoffe ja jetzt sehr, dass ich hier noch eine weitere Auflösung finde und dann, dass ich entsprechend diese Mission auch gut geschrieben kriege, denn sie ist definitiv die spannendste von allen ICC Probe Missionen. Die anderen sind alle noch relativ einheitlich. Von daher mal gucken, ob ich hier jetzt noch was anderes finde dazu. Auf jeden Fall die Atmosphäre in den... Ah,
und jetzt bin ich gestorben. Großartig. Gut, ich würde sagen, ich steige an dieser Stelle gleich wieder ein, wenn ich aufgewacht bin. Das ist die Gefahr an diesen Starfarers. So, da bin ich jetzt also nur wieder nach dem Respawn. Wie gesagt, es passiert leider bei diesen Starfarers hier, dass man leider hin und wieder stirbt. Ich hoffe nur, Leute, drückt die Daumen, dass das Spiel jetzt nicht abstürzt, weil sonst ist alles jetzt umsonst. Ich kriege den letzten Teil doch nicht zu hören. Ich habe inzwischen anscheinend hier Besuch bekommen. Also das heißt, eine Mustang Alpha ist jetzt hier. Unbesetzt, so wie es aussieht. Das heißt, derjenige wird wahrscheinlich hier drin sein und ich hoffe sehr darauf, dass er mich jetzt hier nicht abknallt. Mir ist übrigens aufgefallen, dass es an dieser einen Stelle immer, wenn man da versucht hochzuschweben, da scheint es irgendwie nicht richtig zu funktionieren. Es ist mir sonst gelungen, aber ja, wie gesagt, das ist jetzt das zweite Mal insgesamt, dass mir das hier passiert ist. Also von daher versuche ich das jetzt mal möglichst zu umgehen und euch noch so lange zu unterhalten, wie wir hier wieder zurück an die Stelle kommen. Also wie gesagt, wir haben diese Aviva Corporation im Ziel. Ich bin jetzt hier in der zweiten Starfarer jetzt drin, um nochmal zu gucken, ob ich vielleicht noch irgendwas anderes rausfinden kann, außer dieses letzte Logbuch, oder ob hier dieselben Informationen vorliegen. So, also das ist jetzt hier immer so ein bisschen der kritische Punkt. Ich werde mich mal versuchen, da so ein bisschen dran vorbeizuschummeln. Vielleicht habe ich ja diesmal Glück. Und vor allem wäre es schön, wenn mich jetzt hier niemand aufs Korn nimmt. Ja, da piept schon irgendwas. Schauen wir doch mal. Ja, das sieht nicht so aus, als wenn ich hier noch irgendwas finde. Oder? Ja, doch. Zack. Ja, ich habe irgendwas reingeladen. Er lädt runter. Okay, also mal gucken, ob es jetzt das gleiche ist. Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Aber das werden wir jetzt hoffentlich gleich im Mobiglas erfahren. Also dann, ich schaue es mir wieder an. Das ist ein neues. Gut. Alles klar, dann werde ich jetzt mir das mal durchlesen und dann euch gleich das zusammenfassen. So, ja, ich habe es gelesen. Also es ist tatsächlich die Ergänzung von der anderen Seite der Starfarer hier. Hier geht es um einen Captain Patricia Serafani, also eine Frau, die sich auch schon vorher mal in einem dieser Logs hier geäußert hat, nämlich in genau dem da hinten, was da hinten hängt. Dort hat sie nämlich gesagt, ja, also von daher wir haben jetzt ein Treffen mit denen vereinbart und wir werden sie versuchen jetzt hier quasi davon zu überzeugen, sie zu übernehmen. Das ist also dieses Datapad, was man hier so findet. Und ja, man kann also alles in allem sagen. Es ging dann so aus, dass die anderen Besatzungsmitglieder an Bord von diesem Schiff hier auch nicht wussten, worum es geht. Das heißt, die waren auch alle im Dunkeln gelassen und haben tatsächlich dann die andere Starfarer erstmal als feindlich angesehen, gerade mit diesem Tag. Da stand dann nämlich Freud Family Fuel dran. Und haben sie gleichzeitig aber gemerkt, also während sie näher rankommen lassen, dass da ein Power Spike in diesem Generator war, das heißt die Hitzesignatur auf einmal explodiert ist. Dann kam es wohl noch zu einem kurzen Feuergefecht hier an der Stelle und nachdem das dann passiert ist, sind dann beide Schiffe zusammen anscheinend explodiert. Also man kann nur sagen, we are too close war das Letzte, was er sagte und wahrscheinlich gab es dann einen großen Bumm und das war es dann hier gewesen. Ich höre übrigens Schüsse im Hintergrund, das heißt, ich werde mich jetzt hier mal wieder verziehen. Aber im Endeffekt kann man sagen, wir haben die Geschichte aufgeklärt. Übrigens, die Mission gut geschrieben habe ich noch nicht. Hier sieht man noch die anderen Comlinks, die ich jetzt gerade eingesammelt habe. Das kriege ich wahrscheinlich erst, nachdem ich tatsächlich die ganze Mission abgeschlossen habe. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Ist auch erledigt. Ich habe auch gerade das Geld dafür bekommen, habe ich gesehen. Also gut, die beiden halt hauptsächlich zu suchen reicht also. Ja, das ist die Geschichte von diesen Starfarers. Ich fand es einfach cool und ich fand es wichtig, dass wir uns das hier nochmal gemeinsam zu Ende angucken, um jetzt zu wissen, was hier wirklich passiert ist. Also nicht beide Starfarers gehörten einer Familie und sind hier aus irgendwelchen Gründen explodiert. Nein, hier ist die Freud Family Fuel auf die Aviva Corporation gestoßen, die sich beide überhaupt nicht leiden können. Und eigentlich wollten sie einen Deal aushandeln,
aber aufgrund des schlechten Zustands der einen Starfarer und einer wahrscheinlich sehr trigger-happy Crew. Das bedeutet, Leuten, die wirklich gerne jetzt lieber abdrücken und dann erst schießen und dann reden, ist es dann wahrscheinlich hier zu einem großen Unglück gekommen. Und beide Starfarer sind explodiert. Das ist dann wohl das Ende dieser Geschichte. Und ich würde mal schätzen, auch kein so guter Einstieg für die Aviva Corporation hier bei Instanton. Denn nach einem Log zufolge sollen die ja ganz neu hier sein. In diesem Sinne, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, euch interessiert es auch oder hat es auch interessiert, jetzt dann doch nochmal das Ende der Geschichte zu erleben. Für mich gehört es einfach dazu. Ich meine, dafür ist es ein MMO. Und sie geben sich ja durchaus echt Mühe hier bei CIG, um die ganzen Stories cool zu kriegen. Also man möchte fast sagen, die Geschichten sind sowohl über das, was jetzt hier gerade im Spiel erlebbar ist, als auch das, was man so lesen kann, sicherlich das Spannendste. Und tatsächlich das, was am besten funktioniert vom ganzen Star Citizen Projekt. Das andere holt halt langsam auf und ich finde, das muss man dann auch mal wahrnehmen. In diesem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen. Guckt euch das selber an. Ihr habt auch in dieser Let's Play-Episode gesehen, was hier passieren kann. Das heißt, hier stirbt man sehr leicht, einfach nur dadurch, dass man an die falsche Ecke, an die falsche Wand gerät. Aber das sollte euch nicht abhalten, euch das Ganze hier mal anzugucken. Ich finde es spannend. Und wenn ihr das letzte Let's Play von Dozer und mir noch nicht gesehen habt, dann tut das auch. Das findet ihr dann ebenfalls hier auf dem Channel. Und dann könnt ihr euch die gesamte Geschichte alles in allem zusammengefasst von euch angucken. Ja, ich fand's cool. Also von daher, danke fürs Zuschauen. Schreibt mir ein paar nette Kommentare. Schreibt mir, was ihr sehen wollt, was euch interessiert hat oder ob ihr das auch so empfunden habt, wie ich. Liked oder disliked die Episode. Abonniert natürlich den Channel, wenn ihr up to date bleiben wollt bei Star Citizen an sich. Und Schluss und letztendlich, wenn ihr uns als YouTube-Creator für Star Citizen unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unseren Patreon-Profil, YouTube-Channel, sag ich dir schon, Patreon-Profil. Und ja, da findet ihr vielleicht was, um uns zu unterstützen. In diesem Sinne, ich gehe jetzt erstmal shoppen, denn ein bisschen Geld habe ich ja verdient. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich sage, see you on the flight deck. Sawyer out.